Und zwar auf einer Tagung von Rechtswissenschaftlern in Jena, zu der auch der Thüringer Datenschutzbeauftragte Lutz Hasse eingeladen ist. Er hält einen Vortrag zum Thema Connected Cars, also wie Autos miteinander kommunizieren oder mit der Umwelt oder mit den Herstellern. Und was mit den Daten passiert, das ist nämlich kaum bekannt bisher. Die Autoindustrie nach meinem Dafürhalten mauert derzeit noch. Transparenz ist nach meinem Dafürhalten noch nicht gegeben. Und ich möchte dazu beitragen, dass die hergestellt wird. Denn immer, wenn wir uns ins Auto setzen und losfahren, geben wir eine ganze Menge Informationen preis. Auch über unser Fahrverhalten zum Beispiel. Gehören wir zu den aggressiven Fahrern, im Volksmund auch Bleifuß genannt, oder zu den eher ruhigen? Und wer interessiert sich außer unserer Werkstatt noch dafür? Die Polizei vielleicht oder sogar das Ordnungsamt? Je neuer die Fahrzeuge sind, desto mehr Daten, das hat auch diese Tagung hier heute ergeben, werden erhoben, auch sensible Daten. Und das ist also kein Problem, das wir im Griff haben, sondern das eher an Bedeutung noch zunehmen wird. Also ich muss auf jeden Fall aktiv werden. Schon jetzt sehr aktiv auf dem Gebiet der Telematik sind unter anderem Kfz-Versicherungen, wenn es darum geht, neue Tarife zu kreieren. Zum Beispiel für junge Leute zwischen 18 und 25, die zur größten Risikogruppe im Straßenverkehr gehören. Sie können sich eine Datenbox im Auto installieren lassen, mit deren Hilfe das Fahrverhalten analysiert wird. Ist es risikoarm, gibt es einen ordentlichen Rabatt auf die Versicherungsprämie. Ansonsten zahlt man den normalen Beitrag. Ziel ist es, dass diese Kunden dann einfach sicherer, bewusster fahren im Straßenverkehr und weniger Verkehrsunfälle verursachen als Personengruppen, die nicht an diesem Programm teilnehmen. Viele Daten aus dem Auto müssen also nicht immer was Schlimmes bedeuten, können bei Versicherungen sogar Geld sparen helfen. Allerdings gibt der Datenschutzbeauftragte eins zu bedenken. Dass sozial schwächer gestellte Schichten künftig vielleicht mit ihren Daten zahlen, Klammer auf müssen, Klammer zu, und sozial stärker gestellte Bevölkerungsschichten eben mit Geld bezahlen und nicht mit ihren Daten. Ein spannendes Thema also, das noch längst nicht zu Ende diskutiert ist.